Hallo Mo, willkommen bei Blau oder Schwatt. Hallo. Mo, Karneval oder Fastnacht? Fastnacht. Ich bin in Freiburg eher mit Fastnacht aufgewachsen, beziehungsweise ich kenne auch nur das Wort Fastnacht, sagt man bei uns im Süden. Und von daher Fastnet, wie man bei uns sagt. Luxusurlaub oder Abenteuerurlaub? Ich habe beides schon mal gemacht. Ich war jetzt im Winter auf einem Abenteuerurlaub in Thailand. Das hat mir sehr gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. War alles sehr spontan, keine Hotels gebucht, einfach mit dem Rucksack durch die Gegend gezogen. Und aktuell würde ich mich für den Abenteuerurlaub entscheiden. Haustier oder kein Haustier? Kein Haustier. Wenn Haustier, dann nur eine Katze. Das hat ein bisschen was mit dem Glauben zu tun. Bei uns hat man eher eine Katze als einen Hund. Von daher eher eine Katze, aber tendenziell kein Haustier. Zimt oder Harissa? Ganz klar Harissa. Ist einfach ein super Gewürz für fast alles eigentlich. Und wenn dir mal nichts dazu einfällt, kannst du auch einfach Harissa mit ein bisschen Olivenöl und Brot essen. Mo, lieber Gedanken lesen können oder lieber unsichtbar sein können? Lieber Gedanken lesen können. Unsichtbar sein, ja, verbinde ich immer so mit sich verstecken. Lieber Gedanken lesen können und gucken, was ab und zu mal so in den anderen Köpfen abgeht. Mo, würdest du lieber deine Familie deinen Browserverlauf lesen lassen oder würdest du dich lieber von deinem Mannschaftskameraden heimlich filmen lassen? Sowohl als auch. Ich glaube, im Browserverlauf habe ich nichts zu verstecken. Sicher? 100%. Und filmen lassen, ich glaube, wäre auch nicht so schlecht. Dann haben wenigstens alle ein bisschen was zu lachen. Mo, hättest du lieber ein luxuriöses Haus an einem langweiligen Ort oder ein abgeranztes Haus an einem außergewöhnlichen Ort? Ja, lieber ein abgeranztes Haus an einem außergewöhnlichen Ort. Langweilig, mir bringt kein luxuriöses Haus was, wenn du das Haus verlässt und dann im Niemandsland bist. Dann gehe ich lieber raus vor die Tür und hab ein bisschen Action, ein bisschen Spaß und treffe auch verschiedene und lustige Leute. Sehr schön. Mo, kommen wir nochmal zum Sportlichen. Lauftraining oder Kraftraum? Lauftraining oder Kraftraum? Der Trainer hört nicht zu. Ja, eher Kraftraum, ja. Eher Kraftraum. Lauftraining bin ich von Gott ein bisschen gesegnet mit dem Laufen, deswegen brauche ich da, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Dann eher Krafttraining, ja. Mo, du darfst ein Fußballspiel als Gast sehen. Lieber Sitzplatz oder lieber Stehplatz? Ja, lieber Sitzplatz. Ganz einfach deswegen, weil ich es echt hasse zu stehen. Und das ist einfach das unangenehmste Gefühl für mich, stehen. Deshalb tut es mir im Rücken weh, da tut es mir im Nacken weh. Ich kann einfach nicht lang stehen. Also da sitze ich lieber 3 Stunden, als 90 Minuten zu stehen. Als Abwehrspieler lieber Notbremse oder Gegentreffer? Wenn wir 3-0 führen, dann Gegentreffer. Also dann lassen wir es eher mal zu. Wenn wir 1-0 führen, dann tut es mir leid, aber dann muss ich ihn samt Ball einfach irgendwie stoppen, also dann eher Notbremse. Haben wir natürlich das vollste Verständnis für. Mo, danke, das war's. Gerne, bis zum nächsten Mal.